Meine Leidenschaft ist es ja, neue Geschmackserlebnisse zu entdecken und am liebsten von kleineren Manufakturen, die eher unbekannt sind, die es aber wert sind, entdeckt zu werden und deren Produkte ich gerne hervorheben möchte, weil sie so lecker sind und qualitativ gut. Herzlich willkommen bei Genial Genießen, der Marke für Selberesser und Freudeschenker. Ja, und heute habe ich euch wirklich was, was ihr selber essen könnt, aber auch mit absoluter Freude verschenken könnt. Und zwar Fruchtausstriche aus einer Manufaktur aus Oberbayern, wie ich schon gesagt habe. Eine Genussmanufaktur, die von Tochter und Mutter seit 2014 betrieben wird. Und die sind absolute Spezialisten für Fruchtausstriche. Sie haben über 60 verschiedene Kreationen, besondere Kreationen, von denen ich vorher noch nie gehört habe. Und das Tolle an deren Fruchtausstriche ist, sie legen ganz großen Wert auf Regionalität, also es wird möglichst alles, was geht, regional eingekauft für die Grundzutaten, aber auch auf Saisonalität, dass einfach Früchte gekauft werden, wenn es sie gibt und nicht unnötig irgendwoher importiert werden. Das Besondere am Fruchtaufstrich ist, dass sie ohne Gelierzucker gemacht werden. Sie verwenden etwas Rohrzucker. Dann bei den meisten liegt der Fruchtanteil bei über 60%. Und was ich zusätzlich sehr toll finde, sie verwenden als Geliermittel Pektin, und zwar Apfelpektin. Somit sind die Fruchtaufstriche vegan und man kann sie auch super an Veganer verschenken. Dann als Säuerungsmittel verwenden sie Zitronensaft, also keine künstlichen Konservierungsstoffe, auch keine künstlichen Aromen, by the way. Alles natürlich. Und trotzdem halten die Fruchtaufstriche 12 Monate. Und auf was sie besonders noch achten, ist, dass keine Kerne oder irgendwelche Fruchtstückchen im Fruchtaufstrich enthalten sind, sodass man wirklich schön die Fruchtmasse oder den Fruchtaufstrich auf der Zunge schön zergehen lassen kann und genießen. Also wirklich, wirklich tolle, tolle Sache. Wie ich eingangs schon sagte, gibt es ja über 60 Sorten und ich habe die meisten davon schon probieren dürfen. Die sind wirklich alle richtig, richtig lecker und qualitativ gut gemacht. Aber jetzt stelle ich euch meine Top 5 vor. Und zwar Heidelbeer-Vanille, Pfirsich-Lavendel, Schwarzwälder-Kirsch und jetzt kommen wir zum Alkohol, Erdbeer-Prosecco, Blutorange-Whisky und mein absoluter Favorit, Gin-Tonic-Orange. Oder Orange Gin Tonic. Wie man sieht, ist mir der Gin Tonic wichtiger. Also, wenn euch diese Produktvorstellung aus einer kleinen, für mich neuen Manufaktur gefallen hat, lasst mir mal einen Kommentar da, ob ihr das öfters wünscht. Dann mache ich das gerne für euch. Ansonsten like den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andi.